Hallo miteinander, ich bin Ursula und ich leite das ZSC Lions Ticketing. Nächste Woche wird das zum Glück endlich umbauen. Kommen wir doch aber mit noch schnell schauen, wie es jetzt aussieht. Also, wie ihr seht, hat es hier ein paar Baustellen, die man verbessern kann. Das erste ist natürlich sicher der Teppich, wo man könnte meinen, sei gegen einen Ozean mit den Wellen. Es ist da wirklich ein Weltwunder, dass noch niemand drüber gefallen ist von den Kunden. Dann gibt es neue Möbel, die etwas funktioneller sind, die etwas schöner aussehen. Und die Wände gehen wir weg von dem ja, doch eher speziellen Hellblau. Wirklich in ein schönes, helles Kleid. Nachher. Ich war jetzt eine Woche in der Ferien und wieder zurück in der kalten Schweiz. Ich freue mich aber schon ein paar fest aufs neue Ticketing. Können wir doch gerade mal mitschauen. So, das wäre es also mein neues Ticketing. Ist es nicht wunderschön geworden? Die haben jetzt letzte Woche, wo ich schön in der Sonne gelegen bin, wirklich hart gearbeitet. Maler, Bodenlegger, Elektriker und haben das alles wirklich so schön zustande gebracht. Wirklich in den Plausch. Meine Aufgaben hier im Ticketing sind natürlich Tickets verkaufen für alle unsere Heimspiele, die wir haben. Das mache ich hier im Büro oder nachher am Matchtag natürlich auch im Hallenstadion an der Abikasse. Ein grosser Teil ist immer die Saisonkarte den ganzen Sommer durch, aber wir sind auch jetzt im November noch immer fleissig Saisonkarten verkaufen. Dieses Jahr ist natürlich mega lässig mit 700 mehr verkauften Saisonkarten, dank dem Leistertitel natürlich auch. Dann außerdem haben wir viele Gönner und Sponsoren, die immer ihre Billette brauchen. Wir haben Schulklassen, die vorbeikommen bei uns im Match schauen, Tombolas, sonst Wettbewerbe, die wir haben, wo ich die Billette vorbereiten muss. Und ja, jetzt in Zukunft kommen wir natürlich auch noch einen kleinen Fanshop über, wo wir einfach so kleine Fanartikel natürlich da im Ticketing zusätzlich auch verkaufen zu den Billetten. Und Support machen wir auch für die Leute, die online ihre Billette kaufen, irgendetwas nicht klappt, wenn sie es nicht ausdrucken können, was auch immer, können sie sich auch bei mir direkt telefonisch melden. Guten Morgen! Wie darf ich behilflich sein? Ich hätte gerne noch Tickets gehabt fürs Derby. Fürs Derby am 20. Ja, sicher. Ist das der 20. Ja, ja, genau. Was wollen Sie für eine Kategorie? Eine gute. Vier Tickets. Vier Plätze nebeneinander. Ganz ausgezeichnet. Ich finde es richtig lässig. Es ist richtig hell und man ist willkommen, wenn man da reinkommt. Es ist sehr schön geworden. Ja. Eine schöne Frau gehört, ein schönes Büro. Ich wohne in der Nähe und es ist eigentlich praktisch da. Man kann reden, man wird betreut. Man kann teilweise einen Platz aussuchen, wenn es irgendetwas hat. Und so. Das ist natürlich geil. Oder? Und, so ist alles so anonym, oder? Aber ist klar, alle können das nicht machen, aber ja, und dann kann man sogar wieder mitkommen, oder? Das ist auch noch gut. So,
So, wie ihr gesehen habt, unser Ticketing ist fertig und auch abgeschlossen. Und ab sofort bin ich wieder vom Montag bis Freitag von 10 bis 4 durchgehend für euch da. Ich freue mich auf euren Besuch.